Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Kirstens Live-Chat. Heute zur Abwechslung mal wieder mit Thomas Wolter, dem Pluto, Chiron und auch sonst großartigen Astrologen. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ja, danke für die Einladung und ebenfalls herzlich willkommen. Schönen Abend dir und den Zuhörern, Zuhörerinnen. Zuschauerinnen sogar. Ja, wie ihr seht, ich habe ein neues Setup. Es ist alles noch nicht so ganz perfekt. Ich übe noch. Ich hoffe, gebt uns bitte ein Feedback, dass der Ton okay ist. Gestern gab es da ein paar Probleme. Wenn ihr uns gut verstehen könnt, freuen wir uns. Wenn nicht, können wir wahrscheinlich nichts verändern. Aber lasst es uns einfach probieren. Lieber Thomas, wir haben uns jetzt ja schon ein paar Mal getroffen hier. Und der Bernhard hört alles doppelt, die Monika hört alles gut. Kann es sein, lieber Bernhard, dass du das irgendwie an zwei Stellen aufhast? Das passiert mir manchmal mit dem Ton, weil wenn alle anderen gut hören, dann liegt es nicht an uns. Schau bitte mal, ob du vielleicht das bei Facebook und YouTube oder so aufhast. Aber das passt ja auch schon sehr gut zu den beiden Themen, die wir heute haben. Chaos. Genau, Thomas sitzt auf der anderen Seite. Ich bin immer für Veränderung, mein Gott. So, jetzt aber Thomas. Wir haben ja schon uns mehrfach verabredet. Einmal haben wir das letzte Mal über Pluto gesprochen. Und da haben wir ganz schön viel letztendlich über Chiron gesprochen. Und deswegen dachte ich, du musst jetzt nochmal kommen und über Chiron reden. Aber bevor wir das machen, hast du mir ja eben gerade noch erzählt, dass du eine plutonische Prognose letzten Oktober gestellt hast. Und da wolltest du mal etwas zu berichten. Na, plutonisch ja nicht, aber eine Prognose jedenfalls. Wir haben, als wir unser erstes Live haben wir gemacht über meinen Astrokalender, den ich letztes Jahr für 2024 geschrieben habe und den wir dann in diesem Live beworben haben. Und in diesem Kalender habe ich prognostiziert, dass ab Oktober 23, genau, das ist dieser Kalender, ab Oktober 23 die digitalen Währungen, also die Kryptowährungen, wie zum Beispiel eben der Bitcoin, steigen würden. Und insbesondere mit dem Übergang von Pluto in Wassermann am 21. Januar. Und diese Prognose, die hat sich inzwischen auch schon, denke ich, sehr gut bewahrheitet, als richtig herausgestellt. Der Bitcoin stand im Oktober letzten Jahres noch bei $20.000. Jetzt, heute, steht er bei $70.000. Und es ist absehbar, dass er auch noch weiter steigen wird. Also, wer meinen Kalender gekauft hat und genau gelesen hat, was da so steht, könnte heute ein reicher Mensch sein. Darauf wollte ich mal hingewiesen haben. Astrologie ist eben keine Spinnerei, sondern kann sehr handfeste Ergebnisse erzielen und prognostizieren. Das dazu. Aber wir wollen ja heute gar nicht über Geld reden eigentlich. Das ist ja viel zu profan und viel zu äußerlich. Wir wollen ja über Chiron reden. Chiron ist ja ein Lehrer, der uns informiert über unser inneres Glück, das sich dann im Außen auch ereignet. Das kann dann eben auch in Form von Wohlstand und Geld sein, aber die Reihenfolge ist eben eine andere. Chiron lehrt uns nicht, hasche im Äußeren nach dem Glück und nach dem Geld, sondern suche im Inneren nach deinem Glück.
Und wenn du es da findest, dann ereignet es sich wie von selbst im Äußeren. Das ist eine der Weisheiten, die Chiron zu verkünden hat. Und bevor ich das euch Zuhörern oder Zuschauern mal klar mache, möchte ich gern ein bisschen was zu ihm sagen, was sehr astronomisch ist. Du hast es ja auch so angekündigt, Botschafter des Jenseits. Das klingt sehr esoterisch, ist es auch. Aber warum eigentlich? Ich will versuchen, das zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Und möchte deswegen kurz einleitend etwas sagen zu den astronomischen Besonderheiten des Chiron, um dann auf seine Mythologie zu sprechen zu kommen und dann die Deutung im Einzelnen vorzunehmen, also auch an konkreten Beispielshoroskopen. Genau, also ich würde gerne nur sagen, den Titel Botschafter aus dem Jenseits, den habe ich von dir, ne? Also nicht, dass jetzt alle denken, das habe ich mir jetzt mal so ausgedacht, weil du bist ja der Chiron-Experte, ich lausche jetzt ganz gespannt. Herzensmensch hat hier schon gesagt, dass sie gerechnet hat, Chiron müsste dieses Jahr 47 Jahre alt werden. Ich glaube, das ist ein guter Übergang zur Astronomie des Chiron. Ja, Herzensmensch, also da hast du gar nicht Unrecht, das stimmt. Also wenn man denn das Jahr seiner Entdeckung als Geburtsjahr bezeichnen würde. Das Jahr seiner Entdeckung war 1977, nämlich der 1. November 77, 10 Uhr im Hale Observatorium in Pasadena in Kalifornien, wurde also erstmals dieser Chiron entdeckt. Zunächst dachte man, also und das sind ja bis heute 47 Jahre tatsächlich etwa, der Umlauf übrigens des Chiron durch unser ganzes Sonnensystem ist nicht wie bei der Sonne beispielsweise ein Jahr oder der Mond 29 Tage, sondern Chiron braucht 50 Jahre. Das heißt, der ist jetzt noch gar nicht ganz durchgelaufen durch den Tierkreis. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Er wird durchgelaufen sein durch den Tierkreis eben erst 2027 etwa, nämlich dann, wenn er wieder bei 3 Grad Stier steht, wo er entdeckt wurde. Also als er entdeckt wurde, stand er auf 3 Grad Stier. Genau, also der ist schon ein paar Mal rumgelaufen, aber seit seiner Entdeckung hat er noch nicht den vollen Zyklus durchgemacht. Genau. Und das ist eben schon, das ist von Bedeutung. Wann wird so ein Planet entdeckt? Weil in dem Augenblick, in dem dieser Planet entdeckt wird, kommt er auch erst in unser Bewusstsein. Der läuft schon die ganze Zeit, diese elliptische Bahn. Aber wir haben in unserem kollektiven Bewusstsein keine Ahnung von dem, was er eigentlich bedeutet. Und erst seit eben 1977 beschäftigen sich Astrologen auch mit diesem Chiron und sind dabei, ihn kräftig zu deuten. Und er ist uns immer noch natürlich nicht so vertraut wie meinetwegen die Bedeutung der Sonne, die wir schon seit eben Jahrtausenden astrologisch beobachten und beschreiben können. Die Bedeutung, also das, was der Chiron bedeutet, erschließt sich unserem Bewusstsein erst zusehends. Und ja, wenn du jetzt sagst, Botschafter des Jenseits hast du nicht erfunden, ich habe es auch nicht erfunden, das ist Teil eines Titels von Melanie Reinhardt über den Chiron. Ein sehr zu empfehlendes Buch, das sie über Chiron geschrieben hat. Botschafter des Jenseits, warum denn das? Also, er wurde, wie gesagt, entdeckt 1977 und er hat eine krass elliptische Umlaufbahn. Das heißt, er kommt aus einem Bereich jenseits des Uranus. Das heißt, er kreuzt die Bahn des Uranus und kommt in unser Diesseits, also in das Diesseits des Saturn. Er kreuzt also die Bahnen von Uranus und Saturn. Das sagt jetzt dem astrologischen Laien erstmal gar nichts. Ich will versuchen, das kurz zu erläutern, warum das dann bedeutet, dass er ein Botschafter des Jenseits ist. In der Astrologie betrachten wir alle Planeten bis zum Saturn als sogenannte diesseitige Planeten. Also das ist ganz gut erkennbar am Verlauf der Woche, die unsere einzelnen Tage beschreiben. Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter sind alles Namen für die sogenannten inneren Planeten, die wir in der Astrologie, also diesseitigen Planeten, verwenden. Bei Montag ist ganz klar, das entspricht dem Mond.
Beim Sonntag erkennen wir das auch sofort, das ist die Sonne. Aber beim Dienstag merken wir das in Deutschland nicht so sehr. Aber Monday, Tuesday, Lundi, Mardi bei den Franzosen ist der Marstag. Ne? Also ist Dienstag der Marstag. Und Mittwoch haben wir keinen Merkur drin, aber Mercredi, wiederum bei den Franzosen, ist der Mittwoch. Und Jeudi, Jupitertag, und Vendredi, Venus, also Freitag, wäre dann der Venustag. Saturday haben wir im Englischen, im Deutschen haben wir dann Samstag oder Sonnabend, aber im Englischen Saturday, Saturntag, ist dann der Planet, der auch unser Sonnensystem für unser Wissen bis zur Aufklärungszeit abgeschlossen hat. Da war also unser Sonnensystem zu Ende. Der Saturn wird deswegen auch als Hüter der Schwelle bezeichnet. Das ist der Planet, der zuständig ist. Hier auf diesem Planeten lebst du, hier musst du dich verwirklichen, und hier wirkt die Schwerkraft. Saturn hat sehr viel auch mit dieser Funktion der Schwerkraft zu tun. Und nun ist es so, der Chiron, der kommt diesseits des Saturn in seiner Umlaufbahn und jenseits des Saturn. Jenseits des Saturn haben wir die Planeten Uranus, Neptun und Pluto, und die bezeichnen wir dann auch als jenseitige Planeten, die uns mit überpersönlichen Energien in Kontakt bringen. Also wenn jemand einen persönlichen Planeten hat, wie zum Beispiel die Sonne im Horoskop, die einen Kontakt zu meinetwegen Uranus hat, dann ist er mit dieser überpersönlichen Energie des Uranus sozusagen aufgeladen. Und da wird es dann schwierig, mit solchen Energien umzugehen, weil sie eben überpersönlich sind. Da muss der einzelne Horoskopinhaber immer darauf achten, dass er da keinen Missbrauch betreibt, sozusagen, weil es so gewaltige Energien sind. Und der Chiron hat nun diese Eigenart, dass er diesen Bereich des Jenseits mit dem Diesseits verbindet, sozusagen. Und deswegen wird er eben als Botschafter des Jenseits bezeichnet. Er bringt uns Botschaften mit aus den unendlichen Weiten des Raumes, in denen zum Beispiel Uranus in der griechischen Mythologie eben der Beherrscher des Himmels herrscht. Ja. Also er bringt uranische Energien mit. Heißt das, dass da, wo wir unseren Chiron haben, wir besonders gut mit diesen Botschaften in Kontakt kommen? Ja, das heißt es. Also da, wo wir den Chiron im Horoskop haben, haben wir sozusagen ein, wie heißt es, also gibt es so, in so eine Fantasy-Welt, ja, so ein Torbogen oder so etwas in die Anderwelt. Also als wenn Chiron da, wo er steht, uns Einblicke, Zugänge erlaubt zu eben überpersönlichen, kollektiven Wissen. Meinst du damit so eine Art Regenbogen oder also, wenn du Torbogen meinst, also oder einfach ein Eingangstor? Ja, so ein Eingangstor. Alles klar. Also wie bei Harry Potter, da gibt es ja diesen 9 3/4 Bahnsteig, ne? Wo die Leute dann durchgehen und dann landen sie in der Anderwelt, da in Hogwarts. Also, ja, okay. Ja, das ist für dich ein schöner Gedanken. Da, wo wir, also wie so ein bisschen wie so ein Wurmloch, finde ich, habe ich jetzt so das Wurmloch, war das Wort. Das uns relativ schnell, so wie bei 2001, irgendwohin katapultiert. Ja, so ein Bild habe ich jetzt gerade, wie du es beschreibst. Finde ich einen schönen Gedanken. Ja, das so ein bisschen vielleicht erstmal zur Astronomie des Chiron. Das klingt jetzt alles sehr fantastisch erstmal. Müssten wir vielleicht noch erwähnen, dass er nicht tatsächlich ein Planet ist? Ja, also er ist eben kein Planet, weil er nicht die Größe eines Planeten hat, sondern er ist eben deutlich kleiner. Ich meine, der letzte Stand sind also ein Durchmesser von ungefähr 244 Kilometern, glaube ich. Deswegen wird er auch, das ist zu groß für einen Asteroiden, aber eben zu klein für einen Planeten. Deswegen wird er als Planetoid bezeichnet, auch eben planetenähnlich. Ja.
Gut, also das vielleicht zunächst einmal ausreichend für die Astronomie. Kommen wir also zur Mythologie, zur Geschichte Chirons. Und das ist also für Menschen, die sich mit Astrologie eben nicht beschäftigen, ein wichtiges Grundlagenwissen, dass man also diese Geschichte der Entstehung des Chiron ist wie ein Gleichnis, das man deuten kann. So machen wir das halt mit all diesen griechischen Göttern, die wir dann im Horoskop deuten, so machen wir das eben auch mit Chiron. Also, Chiron ist der Sohn des Saturn und einer Nymphe namens Phylyra. Und die Phylyra ging da also so nichts ahnend für sich her, als der böse Saturn, griechisch Kronos, auf den Gedanken kam, sie zu begatten. Dann hat sie sich kurzerhand in eine Stute verwandelt, in der Annahme, ihm dadurch entkommen zu können. Aber der Saturn ist ja nun mal ein Gott, der durchschaut das und hat sich dann gleich in einen Hengst verwandelt und sie dann begattet. Und aus diesem Akt ist dann der Chiron entstanden. Chiron ist ein Zentaur, das heißt, er hat also ein Pferdeunterleib und den Oberleib eines Menschen. Das zeichnet ihn als Zentauren aus. Als die Mutter nun dieses Wesen geboren hat, war sie davon so erschrocken, dass sie noch weiter regrediert ist in eine Linde. Das heißt, sie hatte sich ja ursprünglich verwandelt, gestaltlich in ein Pferd und danach in eine Pflanze. Sie ist also zweimal regrediert sozusagen. So erschrocken war sie, als sie dann nun ihren Chiron geboren hatte. Und Chiron selber ist dann also quasi weise, elternlos sozusagen, und es wird aufgefunden von Apollon. Und Apollon kümmert sich aber gleich um ihn, und Apollon ist ein der Gott der Weissagung, der Künste, der Musik und der Philosophie auch. Und der unterrichtet den Chiron und wird sozusagen sein Ziehvater. Und später wird Chiron auch seinerseits zum Lehrer für die ganz Großen in der griechischen Geschichte. Unter anderem ist er der Lehrer des Herakles. Er unterrichtet Herakles, den ihr ja vielleicht alle kennt. Das ist der mit den 12 Aufgaben, die auch wiederum dem Tierkreis entsprechen, die er zu erfüllen hat. Und das gelingt ihm. Und dieser Herakles, das ist aber auch wieder eine ganz merkwürdige Geschichte. Der Herakles ist zu einer Hochzeit eingeladen, genauso wie die Verwandten des Zentauren Chiron. Die sind auch zu dieser Hochzeit eingeladen. Die sind allerdings, anders als Chiron, nicht so zivilisiert und weise, sondern ganz wild. Die besaufen sich erst einmal und vergewaltigen auf der Hochzeit griechische Mythologie, also da geht es oft so zu, die Braut, und dadurch gibt es eben Streit und Krieg, und Herakles verfolgt die jetzt mit seinen Pfeilen und schießt auf die Zentauren mit Pfeilen, die er mal in das Gift der Hydra getaucht hatte. Und das Gift der Hydra ist für den Normalsterblichen eben tödlich, nicht aber für Chiron, der ja von einem göttlichen Vater hat, nämlich den Saturn. Und Chiron schießt also auf die Verwandten des Chiron, und Herakles. Der Chiron Herakles schießt auf die, genau, und trifft dann versehentlich den Chiron, der mit dieser ganzen Auseinandersetzung gar nichts zu tun hat. Und nun wird er also von diesem vergifteten Pfeil getroffen in seiner Hüfte, also in seinem Tierleib, und leidet dann fortan ständig unter diesem Gift, das ihm da appliziert wurde, stirbt aber nicht, weil er ja von Geburt an unsterblich ist. So hat er also eine lebenslange Wunde, und weil er diese Wunde hat, muss er sich immer um deren Heilung bemühen. Oder er bemüht sich halt und wird dadurch auch ein Heiler und ein Weiser in der Heilkunst. Er selber wird auch zum Beispiel zum Lehrer und Unterweiser des Asklepios. Also der, auf den heute die Ärzte noch ihren Eid ablegen, dieser Asklepios, ist also ein Schüler des Chiron. Ja, Chiron ist also lebenslang auf der Suche nach Heilung. Und das ist in Kürze, nein, noch nicht ganz, ich muss noch
Wir lassen das erstmal dabei, sonst ist es vielleicht auf Anhieb schon wieder zu viel. Ja, vielleicht erzählst du doch noch, also seine Erlösung, das fände ich nochmal ganz wichtig. Ja, also Zeus als Gottvater in der seiner Zeit lobt also aus, dass Prometheus, also eine andere Figur der griechischen Geschichte, die er im Kaukasus an einen Felsen geheftet hatte, weil er den Göttern das Feuer geklaut hat und es den Menschen gebracht hatte, dass dieser Prometheus vom Felsen befreit werden könnte, wenn ein Unsterblicher seine Sterblichkeit dafür hergibt. Und das macht Chiron schließlich. Dadurch wird Prometheus von seinen Ketten befreit und Chiron wird von seinen Wunden, und Schmerzen erlöst, dadurch, dass er stirbt. Er gibt seine Unsterblichkeit hin, stirbt und er steht aber zugleich wieder auf, weil er dann im Sternbild des Zentaurus verewigt ist am Himmelszelt sozusagen. Das ist die Analogie. Und das ist eine Analogie, die wir ja auch aus der christlichen Überlieferung kennen, dass derjenige, der seinen Tod da freiwillig gibt, um einer großen Sache zu dienen, unsterblich wird. Das ist also ein Wissen, das wir in unserem kollektiven Bewusstsein sozusagen schon kennen. Dafür steht jemals auch der Chiron. Und er wird schließlich auf diese Weise erlöst von seinen Schmerzen. Und da könntest du vielleicht erwähnen, weil Herzensmensch hat hier gesagt, dass sie gelesen hat, es sei der Herrscher der Jungfrau. Soweit ich weiß, ist das nicht wirklich geklärt, ne? Es könnte auch sehr gut der Schütze sein. Genau, du nennst gleich die beiden Zeichen, die diskutiert werden. Melanie Reinhardt favorisiert, glaube ich, den Schützen, diskutiert aber auch die Jungfrau als vom Chiron beherrschtes Zeichen. Aber darüber gibt es keine Klarheit. Also ich Genau. kann den Chiron auch beiden Zeichen sehr gut zuordnen. Jetzt mit diesem Christusmythos könnten wir ihn ja auch den Fischen zuordnen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Herzensmensch, die immer sehr aktiv ist, fragt auch, ob es da nicht auch eigentlich ums Mutterthema und um Ablehnung geht bei Chiron. Also Herzensmensch, du lieferst mir genau die Überleitungsstichworte, die ich eigentlich brauche. Danke. Ja, das wollte ich jetzt gerade als nächstes sagen. Tatsächlich darum geht es, insbesondere. Was passiert, das muss man sich mal vorstellen. Wir werden geboren als Chiron und als erstes erfahren wir die massive Ablehnung, die Chiron erfährt durch seine Mutter. Die lehnt ihn so sehr ab, dass sie sich also ganz und gar zurückzieht und von diesem Kind nichts wissen will. Also mehr Trauma, glaube ich, geht eigentlich gar nicht. Also mit der Geburt erfährst du schon die komplette Ablehnung. Und das ist etwas, was die ganze Chiron-Geschichte insbesondere ausmacht. Jetzt muss man wissen, jeder von uns hat einen Chiron in seinem Horoskop. Ja? Das ist jetzt, natürlich ist es von besonderer Bedeutung, wenn der Chiron persönliche Planeten tangiert, wie meinetwegen die Sonne, den Mond, Mars, Merkur und so weiter, oder die Venus. Aber wir haben alle einen Chiron und das ist jeder von uns hat irgendeine Art der Verletzung, Schrägstrich Traumatisierung. Und das Urtrauma, wenn man denn so will, unter dem wir alle leiden, das ist in unserem kollektiven Unbewussten sozusagen abgelegt, ist die Vertreibung aus dem Paradies. Also wir kennen das aus der Genesis, des Alten Testaments, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, was ist denn das Paradies eigentlich? Was zeichnet das Paradies aus? Das Paradies wird uns ja überliefert oder ist uns beschrieben als ein Ort, in dem wir mit allem eins sind, was da ist. Wir werden bedingungslos geliebt und versorgt. So geht es im Paradies zu. Also wir können reden mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit was auch immer und wir sind mit dem Tiger Freund und was auch immer da ist und wir sind allumfassend versorgt. Das ist die sozusagen mythologische
Erfahrung, die in uns allen als kollektives Unbewusstes steckt und die ganz konkrete Lebenserfahrung, also im Mikrokosmos sozusagen, im Verhältnis zu diesem Makrokosmos, ist ja die Erfahrung des Geborenwerdens. Also wir sind vorher im Mutterschoß, in dieser Fruchtblase noch versorgt, also eine ganz ähnliche Situation eigentlich wie im Paradies. Wir sind umfassend versorgt, umfassend geliebt, jedenfalls wenn es gut läuft. Auf jeden Fall ist es aber für alle Menschen doch insoweit vergleichbar, als man eben versorgt ist. In der Fruchtblase müssen wir uns um nichts kümmern. Wir atmen da irgendwie mit den Kiemen, ich weiß gar nicht genau wie, atmen wir unsere Nährstoffe ein. Und es geht uns einfach gut, sozusagen, ohne dass wir dafür etwas tun. Und jetzt werden wir aus diesem Mutterleib vertrieben, sozusagen, wie aus dem Paradies vertrieben, herausgepresst mit Macht und Gewalt, wie eben Adam und Eva auch aus dem Paradies vertrieben wurden. Und landen dann in dieser kalten, auch ganz hellen Welt, da in diesem Paradies der Fruchtblase ist es ja eigentümlicherweise auch ganz dunkel. Da kennen wir gar keine Helligkeit. Jetzt kommen wir in diese Helligkeit, ins Licht, was für mich auch ein fantastisches Bild ist, dafür, dass Dualität entsteht, dass Polarität entsteht. Also genau das, was auch passiert mythologisch, wenn wir aus dem Paradies vertrieben werden. Im Paradies sind wir in der Einheit, wo keine Erkenntnis ist. Und nun futtern Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis. Und schon erkennen sie, dass sie unterschiedlich sind und müssen schambehaftet das Feigenblatt vor ihre Scham hängen, weil sie erkennen, dass sie so anders sind. Weil man jetzt plötzlich in der Dualität ist. Also wie nach der Geburt des Menschen auf dieser Welt, jetzt ist er im Licht, jetzt bist du da. Und was wir als erstes machen, ist also furchtbar rumschreien, schon weil wir das müssen, damit sich unsere Lungen mit Sauerstoff auftanken. Aber auch, weil wir gerade mal ordentlich eins auf den Hintern gekriegt haben. Also wir sind durch diesen engen Kanal gepresst worden in diese Welt. Heraus aus der Einheit, heraus aus dem Paradies, in diese duale Welt, die uns dann fortan beschäftigt und zur Verzweiflung bringt oftmals. Also Zweiflung, da steckt das Wort zwei drin, wie in der Dualität eben. Ja, und damit müssen wir jetzt leben, damit müssen wir jetzt klarkommen. Wir alle möchten so gern zurück ins Paradies, mehr oder weniger unbewusst. Ich glaube, wir streben alle danach. Jeder Mensch hat so dieses kollektiv unbewusste Streben danach und leidet permanent darunter, dass er nicht in dieser Einheit ist. Und jetzt wollen wir gerne zurück, können wir aber irgendwie nicht. Der Weg ist uns verbaut. Und bei Chiron sehen wir dieses Trauma eben insbesondere. Der ist hinausgeworfen in diese Welt und sieht sich auch noch selbst vollkommen dual in seiner Körperlichkeit aufgespalten. Das ist ein wesentliches Thema beim Chiron, nämlich unten Tier und also Instinkt, Tierleib, Natur und oben der denkende Mensch, der Geist, das Wissen und diese scheinbare Antinomie, dieser Widerspruch zwischen Natur und Geist ist ja das, was uns dann auch über die letzten Jahrtausende in unserer Entwicklung sehr beschäftigt hat. Aber was hat das jetzt alles mit der Mutter zu tun? Der Chiron von der Mutter, Mater, lateinisch, Materie, von der Erde sozusagen abgelehnt. Die Entsprechung, die Analogie zur Mutter ist gleichzeitig mit die der Erde. Das ist unsere materielle Herkunft sozusagen. Und von der wird er abgelehnt, nimmt das wahr. Und genau dieser Schmerz, den er da erfährt, ist zugleich aber auch ein massiver Anreiz zur Entwicklung. Wenn wir mit solch einem Trauma geboren werden, dann ist das ein dualistisches Dilemma, in dem wir nun stecken, das uns aber genau den Impuls gibt, wieder zurückzukommen in diese Einheit. Also wenn wir jetzt die Mutter nehmen, wieder in Einheit mit Mutter zu kommen. Wobei es nicht darum geht, einen ödipalen Komplex sozusagen umzusetzen, sondern
in eine Einheit zurückzukommen, die wir zuvor mit der Mutter erlebt hatten, in deren Fruchtblase. Paradies übersetzt bedeutet übrigens ummauerter Raum. Ummauerter Raum ist also dieser geschützte Bereich, den wir jetzt mythologisch hatten, in dieser Oase, wo das Wasser fließt und Honig und Nektar und ich weiß nicht was, und Ambrosia und das Becken der Mutter, in dem wir da geborgen waren, ist auch die Entsprechung des Paradieses insoweit. Du hast eben Luft geholt. Zwei Fragen. Ja. Wenn ich hier mal meinen Fuß runterkriege. Also, erstens, ich kann nicht für mich dieses Thema mit der Mutter zusammenbringen mit dem Wurmloch. Da sprengt sich für mich der Kopf, wie ich jetzt Chiron zu deuten habe. Und zweitens, Chiron ist 47 Jahre alt, wie Herzensmensch geschrieben hat. Wie kommt man jetzt schon auf diese sehr starken Interpretationen? Weil wir haben den Planeten ja oder Planetoiden ja noch gar nicht so lange beobachtet. Naja, also deswegen habe ich ja die mythologische Geschichte erzählt. Ja, Moment, bevor, klar, die Geschichte ist klar. Aber der ist ja einfach Chiron genannt worden. Und jetzt ist es anders als bei den alten Planeten, wo man die Planeten beobachtet hat und gesagt hat, ja, gut, der sieht sehr rot aus, nennen wir ihn Mars. Ne? Oder Venus leuchtet sehr schön, nennen wir sie Venus. Jetzt wird was entdeckt, wird Chiron genannt und wups, wird die Mythologie genommen und dann da drauf gesetzt. Also da tue ich mich halt immer so ein bisschen schwer und ich würde mich freuen, wenn du mir das erklärst. Das finde ich spannend, dass du, also ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt wirklich für dich stellst. Für mich, denn, ja. Für dich, aha. Mhm. Ja, aber schau mal, genau das machst du doch im Tarot beispielsweise, wenn du Karten deutest. Das ist eben kein Zufall, sagst du doch als Tarot-Lehrerin, dass die jetzt so fallen, wie sie fallen, die Karten. Mhm. Und genauso ist die Namensgebung eben ein, wenn es ein Zufall ist, dann im Sinne von Zu-Fall. Dieser Name fällt dem Planetoiden zu, weil er eben zu ihm gehört und weil genau das seine Bedeutung widerspiegelt. Also in der Astrologie, wie in allen Entsprechungslehren, wie im Tarot oder auch sonst wo, gehen wir doch davon aus, mit Goethe, dass alles Vergängliche nur ein Gleichnis ist. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche wird Ereignis. Also was immer da jetzt auch zufällig für einen Namen gegeben wird, ist genau das, was diesem Wesen entspricht. Oder, also, zeig mir deine Handschrift und ich sag dir, wer du bist, würden die Graphologen sagen. Das, also, ich nehme den Ausdruck, den eine Sache hat, und deute ihn. Und jetzt, das ist natürlich für Leute, die das nicht geübt haben, geradezu fantastisch, dass das so funktionieren soll, so zufällig, wie es anscheinend ist. Aber das ist eben die jahrelange Erfahrung. Und jetzt, da muss ich wirklich auch sagen, meine Erfahrung mit Chiron bestätigt das einfach. Ich finde es so fantastisch, was da der Mythos des Chiron uns über den Chiron verrät und wie sehr sich das deckt mit dem, was wir dann im jeweiligen Horoskop finden. Wir werden ja dann, und vielleicht ist das auch insoweit eine sehr gute Überleitung, wir werden jetzt, ja gleich... Ich will auch was sagen. Ja. Nein. Thomas. So, okay, ich akzeptiere das jetzt erstmal. Vielleicht diskutieren wir da ein anderes Mal drüber. Das mit dem Wurmloch fehlt mir noch. Das Zusammenbringen von diesem anscheinend sehr wichtigen Mutterthema bei Chiron mit den Botschaften aus dem Jenseits. Oder ob du dann sagst, mal nehme ich das oder mal nehme ich dieses bei der Deutung. Bernhard hat hier auch noch eingeworfen, dass es bei Plutos Entdeckung natürlich genauso war. Ja, eigentlich auch bei Neptun und Uranus. Also bei den Planeten, die nicht mehr aus der diesseitigen Perspektive kommen, so wie du das genannt hast. Und Herzensmensch hat hier auch noch mal geschrieben, also durch den Verlust, die Trauer darüber, versuchen wir nun ein Leben lang diesen Verlust auszugleichen und suchen nach dieser verlorenen Einheit. Genau, das
fasst das gut zusammen, was du gerade gesagt hast. Aber für mich fehlt jetzt noch Wurmloch. Das Wurmloch. Ja, vielleicht hängst du dazu sehr an diesem Wort, aber... Ich finde es so schön. Ja, also, ich habe ja gesagt, der Chiron hat diese elliptische Umlaufbahn. Und das Interessante, also zwischen, also Uranus und Saturn, also nicht zwischen, er überschneidet deren Umlaufbahn jeweils geringfügig. Ja? Ausgerechnet Saturn und Uranus. Und das ist nun wieder besonders spannend deswegen, weil er ja von Saturn gezeugt wird. Saturn ist sein Vater, biologisch. Du bist ja beim Wurmloch und ich denke jetzt gerade, vielleicht passt das. Deine Eltern. Deine Eltern. Und jetzt ist es so, Saturn selbst ist ja der Sohn von Uranus und Gaia. Und weil Uranus mit all seinen Schöpfungen nicht zufrieden war, hat er die immer wieder in den Mutterleib der Gaia zurückgestopft. Und darüber war Gaia dann so entrüstet, dass sie ihren Sohn Saturn gebeten hat, doch mal was dagegen zu unternehmen. Und der hat dann mit seiner Saturn-Sichel den Phallus des Uranus abgeschnitten, der ins Meer fiel. Und aus dem Meer entstand dann die schöne Aphrodite, römisch Venus. Also wir haben schon im Mythos, als die unmittelbar nächsten Verwandten des Chiron, den Vater Saturn und den Großvater Uranus sozusagen. Und nun ist es zufälligerweise so, dass die Umlaufbahn des Chiron genau um diese beiden Kandidaten herumgeht. Jetzt ist natürlich zur Zeit der Herrschaft des Saturn bei den Griechen der Uranus sozusagen entmannt. Chiron stellt aber die Beziehung zu ihm wieder her und durchschreitet sozusagen, Saturn wird ja bezeichnet als der Hüter der Schwelle zum Jenseits, und durch dieses, das ist jetzt wieder astronomisch, wenn du so willst, Wurmloch, wandert der Chiron auf seiner Laufbahn in das Jenseits und kommt wieder hierher zurück. Das heißt, er kriegt, wenn wir jetzt biologisch sprechen, er kriegt Informationen von seinem Großvater und kommt wieder zurück ins Diesseits, in das Reich seines Vaters sozusagen. Hat dann Chiron auch was mit einer Erblinie zu tun für dich? Oder? Ja, also bei Chiron ist es interessant, also was bei ihm interessant ist, bei Chiron insoweit ist, tatsächlich besteht ja die griechische Götterwelt überwiegend aus Inzest sozusagen. Die haben alle ihre unmittelbaren Geschwister jeweils geehelicht, überwiegend und geschwängert. Und tatsächlich ist es wohl so, dass es gerade beim Chiron erstmals anders ist, weil Saturn ja die Philyra schwängert. Die Philyra ist jetzt nicht die Schwester oder irgendwie so des Saturn, aber seine Nichte. Sie ist also die Tochter seines Bruders Okeanos und die schwängert der Saturn. Es ist aber schon ein Hinweis darauf, dass hier tatsächlich die Überschreitung der ursprünglichen Einheit, in der wir evolutionär gewesen sind, überschritten wird sozusagen. Also die ursprüngliche Einheit der einen Familie, des Familienkerns, wird überschritten und wir kommen aus dieser dumpfbackigen, sozusagen, formuliere ich jetzt mal, paradiesischen Einheit in den Zwang der Individuation. Wir müssen ein bewusstes eigenes Selbst entwickeln, das sich abgrenzt von dem, wo wir herkommen. Das ist so, wie wenn wir uns von Mutter eben trennen müssen. Wir müssen abgenabelt werden, biologisch, damit wir als eigenständige Personen leben können. Im Ursprung als Baby wollen wir das gar nicht, weil wir es ja so genossen haben, in dieser Einheit zu sein. Aber wir sollen Ich sagen im Laufe des Lebens. Wir sollen das lernen können und wir müssen zu diesem Ich stehen. Und jeder von uns muss das machen. Und das ist einfach absolut schmerzhaft. Es ist schmerzhaft mit jeder Entscheidung, wie ich gerne sage. Also trennen wir uns von der Scheide sozusagen, von Mutters Scheide,
Wir entscheiden uns immer, wenn wir ich sagen, muss ich ein eigenständiges Bewusstsein entwickeln. Und je mehr ich ein eigenständiges Bewusstsein entwickle, desto mehr entferne ich mich von Mutter oder von der Natur, mit der ich ursprünglich eins war. Und das verursacht immer weiter Schmerz. Deswegen ist die Frage, die sich mit diesem ganzen Mythos des Chiron eigentlich daraus ergibt und damit stellt und die durch ihn anschaulich wird, ja, wie können wir denn um Himmels Willen jemals wieder ins Paradies kommen? Das scheint ja ein innerer Widerspruch zu sein. Das scheint nicht möglich zu sein, in dieses Paradies zurückzukommen, in dem wir mal waren, wenn doch unser Job ist, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln, ich zu entwickeln und stolz auf uns selbst zu sein und das und wer wir sind. Wie sollen wir das denn bloß hinkriegen? Weil je mehr wir ich sind, desto mehr entfernen wir uns aus diesem ursprünglichen Glücksgefühl der Einheit. Und es gibt genügend Leute, die sagen, nee, das ist auch nicht möglich, wir können nicht zurück ins Paradies. Ich würde aber, das ist meine Auffassung, und wir sind ja hier, so, wir sind ja unter uns, ne? Genau, total unter uns. Wir sind ja hier unter uns. Ich sag dir, mein persönliches Geheimnis ist, und wir sind ja auch in der Geheimnisakademie, deswegen darf genau. Ich weiß, wie wir ins Paradies zurückkommen. Mhm. Aber das verrate ich jetzt nicht gleich, sondern ich will die Aufmerksamkeit natürlich ein bisschen hochhalten, möglichst. Die Leute sollen ja aufmerksam bleiben. Und also wenn wir jetzt gleich mal anfangen, diese einzelnen Horoskope von chironisch geprägten Leuten anzuschauen, dann wird es vielleicht für jeden immer anschaulicher, je mehr wir darauf gucken und darüber reden, wie es denn wohl letztlich möglich wäre. Ich scheue mich nicht, das am Ende zu formulieren, aber nicht gleich so, nö. Wir warten mit dem Geheimnis ein bisschen. Also ich hatte ja eine Umfrage gemacht, auf welche Horoskope ihr am meisten Lust habt. Und die Joan K. Rowling hat eindeutig gewonnen. Du hast ja schon Hogwarts erwähnt. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier alles richtig abgetippt. Ja, das sieht nach ihrem Horoskop aus. Allerdings. Sehr gut. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du uns über die gute Frau im Zusammenhang mit Chiron zu sagen hast. Sie hat ja kein leichtes Leben gerade. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so richtig viel über sie. Ich habe natürlich, also meinen Kindern habe ich Harry Potter vorgelesen in der Anfangszeit. Später haben sie es dann selber, also die ersten beiden Bände sozusagen, die habe ich noch vorgelesen, aber dann haben sie es also selber verschlungen. Daher kenne ich also Harry Potter und so und habe das auch wirklich gern gelesen. Und ich finde, dieses Horoskop ist einfach genial. Also wenn man, weil, also es ist einfach so, du kannst nichts anderes schreiben, als das, was da in deinem Horoskop steht. Das ist einfach so. Und wir sehen hier, also jetzt, ich glaube, es sind natürlich auch etliche astrologische Laien unter den Zuschauern. Ja, aber erzähl einfach mal. Ja, vielleicht kannst du mal erstmal darauf hinweisen, wo der Chiron da steht. Kannst du da so einen Pfeil hinmachen, der Chiron in Fisch neben dem Saturn? Linksschrift. Ja, genau. Da. Das ist der Chiron, der Typ mit dem K obendrauf und unten ist der Kreis. Ne? Und der steht also recht genau gegenüber von diesem Stellium, insbesondere Mond, Pluto, Uranus, also die Venus ist da nicht mehr so ganz exakt mit drin, aber der Chiron ist recht exakt, ich meine 20 Grad und der Mond irgendwie 21 oder so, Jungfrau und der Chiron 20 Grad Fisch. Das heißt, wir haben hier, und da sind wir wieder bei dem Mutterthema, eine Chiron-Mond-Opposition. Mond ist ja astrologisch, steht insbesondere auch für die Mutter. Und Melanie Reinhardt zum Beispiel sagt, der Chiron ist sozusagen der Archetyp des Impulses für deinen persönlichen Individuationsweg, deine Entfaltung deiner Individualität, deiner Persönlichkeit. Dazu wirst du gezwungen,
an der Stelle insbesondere, wo du deine Verletzung hast, wo du diesen Chiron hast. Und nun hat sie, also die Rowling, den Chiron gegenüber von ihrem Mond. Und der Mond ist meine persönliche Geborgenheit, ist meine Mutter, drückt aus mein unbewusstes Wollen, alle meine Bedürfnisse, meine Gefühle, mein inneres Kind. Und Melanie Reinhardt schreibt bei speziell Mond-Chiron, das ist wie eine Symbolik für, weil es auch dieser persönliche Mutterplanet ist, ich bin geboren in einer Umwelt, wo ich eine verletzte Mutter habe, also regelmäßig, das muss nicht immer zwingend so sein, ne? Aber es ist ein typisches Bild, meine Mutter ist verletzt oder sie ist nicht da und ich bin in einer Familie, also Mond, geboren, in die ich irgendwie gar nicht reingehöre. Ich bin fremd in meiner Familie, ich werde geboren und bin sozusagen schon von Geburt an irgendwie ein Außenseiter. Nun soll, soweit ich weiß, ich habe das, ich hatte das nur, als ich mich dafür interessierte, ich glaube bei Wikipedia überflogen oder so. Ich glaube, sie ist, die Rowling, in einer ganz gut situierten Familie aufgewachsen und da war soweit alles in Ordnung. Spannend ist aber, was schreibt sie denn für ein Buch mit Harry Potter? Harry Potter wächst in einer Stieffamilie auf, bei einer Mutter, einer Stiefmutter, die ihn so gar nicht mag und auch bei dem Stiefvater, der ihn so, na, Onkel sind das ja, ne? Onkel und Tante, die ihn so gar nicht mögen. Und er wächst in einer Besenkammer auf. Und mit diesem Gefühl, meine Eltern sind eigentlich ganz anders, sind göttlicher Herkunft sozusagen. Und tatsächlich gibt es genau diese Vision, die Harry Potter hat. Also er wächst in dieser Besenkammer auf und seine Eltern sind aber geistiger Herkunft, also viel höherer geistiger Herkunft sozusagen. Und in der Geschichte ist es ja auch so, dass seine durch Voldemort getötete Mutter ja die ist, die durch ihre Liebe das Leben des Harry sozusagen sichergestellt hat. Also wir haben beides in diesem Bild der Mutter von Harry Potter, nämlich einerseits, sie ist nicht da, sie ist verletzt, sie ist getötet, andererseits ist sie genau mein Heil. Ich habe beide Bilder, dass die Verletzung und das Heil, also das ist ein typisch chironisches Bild, genau beim Bild der Mutter. Die Mutter ist also diejenige in dieser ganzen Geschichte, die ihm ja sozusagen das Leben rettet. Das finde ich besonders spannend und eine super Analogie, eben zu dieser Opposition von Chiron und Mond. Natürlich, wir haben dann auch noch Pluto an Bord und wir haben Uranus an Bord und also der Blitz, den Harry dann auch noch zufälligerweise in der Erzählung auf seiner Stirn hat, ist eine unmittelbare Entsprechung für Uranus-Mond, also als Symbol, weil Uranus eben auch für Strom und Elektrizität und Blitze unter anderem und auch blitzartige Erleuchtungen steht. Aber das sind eben Bilder, die hier mit der Mutter des Harry verknüpft sind. Weiter finde ich super spannend, die Rowling soll gesagt haben, Depressionen seien für sie nichts Schlimmes, sondern im Grunde Initiatoren für Kreativität. Und dass sie mit Mond, Chiron, Pluto und Saturn kommt natürlich auch noch dazu, unter Depressionen massivst leiden kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und interessant ist aber, für sie wird es zur Quelle, zur Inspiration für diese ganze Fantasiewelt. Und da schreibt zum Beispiel Melanie Reinhardt beim Mond, Chiron, das erzeugt, dass ich in eine Fantasiewelt flüchte und in der lebe und die gestalte. Jetzt, ich finde das einfach grandios. Sie ist in diese ganze Zauberwelt sozusagen schon auch als Kind immer mal geflohen und ist dann in der Lage, diese ganze Hogwarts-Welt, was ja eine ganze riesige Familie ist, in der es um Zauber geht, um Pluto geht, um Uranus geht, alle diese Gestalten tauchen ständig auf. Und es tauchen auch zum Beispiel Dementoren auf. Dementoren sind ja so Ungeister, die wie schwere
Depressionen quasi durch die Luft fliegen und den Menschen die Seelenenergie rauben. Solche Bilder kann sie erzeugen in ihrem Roman. Das ist eine unmittelbare Übersetzung dieses Horoskops von Mond Chiron. Also wir können sehen, dass eine massive Verletzung einerseits, andererseits aber auch eine unfassbare Gabe, das jetzt in Fantasie und in eine Erlösung zu packen. Denn sie hat sich ja mit dieser ganzen Erzählung selbst sozusagen therapiert und eine Welt geschaffen, die es ihr ermöglicht, nicht Opfer zu sein, sondern gestalterische Kraft zu haben in ihrem Leben. Das kann man hier sehr gut eben sehen. Das sind die Dementoren. Zentauren. Jetzt ist es witzigerweise so, es gibt in ihren Romanen Zentauren, die immer wieder auftauchen. Und die haben eine allein heilende Funktion in diesen Romanen. Wenn die auftauchen, dann helfen die immer irgendwie und heilen das, was gerade verletzt ist. Also ich weiß gar nicht, ob sie astrologische Vorkenntnisse hatte oder was. Tatsächlich soll sie ein Geburtshoroskop für Harry Potter aufgestellt haben. Und sie hat sich wohl auch sehr mit Astrologie beschäftigt in der Zeit, als sie so gesucht hat, was sie da schreiben möchte. Ja, also gut. Jedenfalls ist das, was sie schreibt, die ganze Hogwarts-Welt, ist eine unmittelbare Übersetzung ihres eigenen Horoskops. Nun mag sie astrologische Vorkenntnisse gehabt haben und dann könnte man natürlich spekulieren, weil sie diese Vorkenntnisse hat, hat sie das so geschrieben. Da würde ich aber dann gleich einen Gegenbeleg sozusagen dafür anbringen wollen, indem wir uns noch ein anderes Horoskop angucken. Mhm. Vielleicht lassen wir es da jetzt mal bei dem... Mich hätte noch interessiert, aber das ist wahrscheinlich nicht Chiron, das ist ein anderes Thema, weil sie ja tatsächlich wirklich sehr als zur Zielscheibe der Transgender-Bewegung geworden ist und ihre Bücher ja teilweise auch verbrannt werden jetzt und so, aber das ist wahrscheinlich eher ein Pluto-Thema. Das ist auch ein Chiron-Thema, selbstverständlich, also das sehe ich auch so. Und das ist, ich meine, es ist gerade bei ihr, empfinde ich das als... Also ist das nicht schrecklich eigentlich? Ich meine, ihre Welt ist ja so bunt von verschiedensten Gestalten, denen sie Respekt und so entgegenbringt, das nun gegen sie zu wenden. Aber es ist eine typische Chiron-Erfahrung, dieses so verletzt werden. An der Stelle würde ich ganz klar auch dem Chiron zuschreiben. Also der Chiron steht ja im fünften Haus und das wird ja gerne auch mit Kindern in Verbindung gebracht. Es gibt ja wirklich unglaublich viele Videos von jungen Menschen, die jetzt so um die 15 sind, die alle ihre Harry Potter Bücher entweder in den Müll schmeißen, verbrennen, sonst was, oder verzweifelt den Namen von ihr ausradieren, weil sie die Bücher so lieben. Aber sie so hassen. Und da frage ich mich gerade, ob das was damit zu tun hat. Ja, also sicher, denke ich schon. Also das ist, ich meine, schau dir das mal an. Das ist doch, ich hätte, wenn ich solch ein Horoskop sehen würde, ich, Respekt kann ich nur sagen, was sie daraus gemacht hat. Also ich empfinde, dieser ganze Kampf mit Voldemort zum Beispiel, das ist ja ein wirklicher, sozusagen ein Archetypus wie Pluto, der ständig ihrem Mond auf die Pelle rückt, aber sie ist in der Lage, das kreativ auszudrücken. Und also, wenn sie nicht immer mal wieder durch solche transformatorischen Erfahrungen herausgefordert wird, dann weiß ich auch nicht. Also, aber... Ja, Chiron, Saturn, Pluto, alle drei sozusagen an Bord im Verhältnis zum Mond, das ist anstrengend. Und der Harry Potter hat es ja auch gar nicht leicht. Das ist ja immer sozusagen an der Grenze zum mal gleich seiner Mutter nachfolgen sozusagen. Es ist nicht einfach, der Weg. Ja, ich oute mich jetzt als jemand,
die das nicht gelesen hat, tatsächlich. Deswegen weiß ich es nicht so genau. Ich krieg sie nur persönlich, also in ihrer Person mit. Aber ja, finde ich sehr spannend. Lass uns doch aber noch mal ein paar andere Horoskope sehen. Es Ja, sei denn, du warte mal. möchtest noch Ich was will noch Bestimmtes sagen. einen Punkt, den ich an der Stelle wichtig finde. Mhm. Ja, sie ist diesen ganzen Angriffen ausgesetzt, okay. Aber wie schafft der Harry es letztlich? Ja, wenn du das Buch nicht kennst, dann ist es vielleicht nicht so hilfreich. Aber wie schafft der Harry es, zu obsiegen gegen diesen bösen Voldemort? Willst du jetzt spoilern hier in einer Nö, das. Live-Sendung? Wieso Spoiler? Na, wenn Nein. Leute das noch nicht wissen. Also ich meine, wer jetzt noch nicht Harry Potter gelesen hat, nein, das darf ich trotzdem sagen. Ich spoilere Ja, nicht. Also natürlich. weil ich finde das wichtig. Die Botschaft, die sie sendet, ist ja tatsächlich, es ist die Liebe der Mutter, die den Harry überwinden lässt. Und durch diesen ganzen Wust an Depressionen und was da alles ist und machtvollen und so ein Ohnmachtserfahrung und Widersachen da durchzukommen. Die Liebe der Mutter ist es, die den Harry letztlich obsiegen lässt. Das finde ich eine ganz wichtige Botschaft, insbesondere auch von Chiron in Fisch, den wir hier ja sehen. Der Chiron steht bei ihr im Fischezeichen. Die Zeichen, mit denen der Chiron steht, sind auch immer besonders wichtig, weil da ist einerseits angezeigt, wo ist mein Schmerz, aber auch gleichzeitig meine Erlösung. Pulcedakwa fragt noch, ob es von Relevanz ist, dass die Jungfrau eingeschlossen ist. Ja, jetzt haben wir hier, ich Ist weiß die nicht, Jungfrau welche. überhaupt eingeschlossen? Überlege ich gerade, die ist ja gar nicht eingeschlossen. Ach nee, stimmt, da ist die Nö, Spitze 11. die ist Die Spitze 11 ist in der Jungfrau, ja. Das genau, sieht. das sieht man jetzt nicht so gut, aber das ist kein eingeschlossenes, ist nicht eingeschlossen. Wenn es so wäre, wäre das natürlich von Relevanz, aber ja. Nee, aber ist nicht. Gut, ein anderes Horoskop noch. Gerne, Ja, wenn ich ihr würde. Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ne? Ich würde ganz gern weil das eben zu diesem Thema, wir hatten eben diesen Gedanken, naja, vielleicht hat sie das ja astrologisch ihr Horoskop abgeschrieben. Es ist aber so, also ich würde darauf wetten, dass das nicht der Ursprung war, sondern dass sie einfach geschrieben hat. Und dann später sieht man, das ist tatsächlich das, was sie schreibt, ist das, was in ihrem Horoskop steht. Genau, diesen Matt Haig. Da habe ich jetzt leider keine genaue Uhrzeit ermitteln können. Deswegen haben wir 12 Uhr mittags genommen, aber wir haben eben den Tag. Und das ist für das, was wir hier untersuchen wollen, ausreichend. Was ihr seht, ist, wir haben ja eben über Chiron Mond gesprochen. Und hier haben wir eine Chiron Mond-Mars-Konjunktion in Opposition zu Uranus. Wobei der Mond, wenn wir ein 12-Uhr-Horoskop haben, noch 6 Grad vor- oder rückwandern kann bis zur Mitternacht des Folgetages oder des Vortags. Aber wie auch immer, es bleibt eine Mond-Chiron-Konjunktion. Ich würde auch eher dafür wetten, dass sie noch genauer wird, wenn wir die genauere Uhrzeit hätten, weil das, was der Matt Haig schreibt, ist unmittelbar auch wieder Ausdruck einer Mond-Chiron-Konstellation. Wahrscheinlich hat das kaum jemand gelesen. Das ist so ein englischer Schriftsteller, an den ich auch gerade zufällig nur gekommen bin. Aber ich fand das Buch sehr spannend. Ich will ganz kurz zusammenfassen, worum es sich handelt in dem Buch, damit ihr sehen könnt, was hat das hier für eine Relevanz. Ist auch noch eine super spannende Geschichte, weil es auch gleichzeitig, wie ich finde, eine prima Lebenshilfe ist. Also, Macht's euch Protagonistin. gemütlich da draußen. Nein, es ist eine ganz kurze Geschichte, ganz kurz. Also, ja, und ihr müsst dranbleiben. Aufmerksamkeit, Das ne, Paradies. das Paradies. Ihr wollt ja wissen, wie man da rankommt. Also, die Protagonistin, also die Heldin des Romans, ist eine junge Frau, etwa 35 Jahre alt, und hat den Namen Nora Seed.
Nora Seed ist aber depressiv. Aha, schon wieder. Das kennen wir von J.K. Rowling und den Dementoren und auch dem, was sie über sich selber sagt. Und diese junge Frau, Nora Seed, ist also so depressiv, dass sie sich entscheidet, sich zu suizidieren. Sie will sich also selbst umbringen. Und dazu nimmt sie irgendwie Medikamente ein. Und der Roman beginnt damit, dass er so sagt, Noras, also was weiß ich, noch 20 Stunden bevor Nora sich entscheidet, sich umzubringen. Und dann sind es noch 10 Stunden, 5 Stunden und dann bringt sie sich um. Und dann plötzlich landet sie wie durch ein Wurmloch, liebe Kirsten, in einer Mitternachtsbibliothek. So heißt nämlich der Roman, die Mitternachtsbibliothek. Sie landet in einer Art Koma-Dämmerzustand, weil sie sich diese Medikamente gegeben hat, in dieser Mitternachtsbibliothek, in der es eine Bibliothekarin gibt mit Namen Mrs. Elm. Das ist also ihre frühere Schulbibliothekarin, die sie von daher noch kennt. Und in der Bibliothek sind also tausende Bücher und sie greift sich das erste und schlägt das auf. Das ist super schwer und da steht drin, was sie, Nora, alles bereut. Sie bereut, was weiß ich, dass sie ihren Dan, glaube ich, hieß er, nicht geheiratet hat und mit ihm in England einen kleinen Pub eröffnet hat, zum Beispiel, was der so gerne gewollt hätte. Dann bedauert sie, dass sie ihre Schwimmerkarriere aufgegeben hat, die, was ihr Vater so gerne gewollt hätte. Und lauter Sachen, die sie bedauert. Sie schlägt das Buch, das so schwer ist, gleich wieder zusammen und packt es weg, weil sie die Schwere, diese Reue, die sie empfindet, nicht erträgt. Dann gibt ihr diese Mrs. Elm andere Bücher oder sie greift sie aus den Regalen. Und das sind dann jeweils Bücher, die ihr persönliches Leben in einer parallelen Anderwelt beschreiben, wo sie sich so entschieden hätte, wie sie es bereut, dass sie es nicht gemacht hat. Also sie erlebt sich selbst dann plötzlich, dann schlägt das Buch auf und da ist ihr Leben inszeniert, als Ehefrau von Dan in einem Pub irgendwo in England. Und dann ist sie da mit Dan in diesem Pub und es ist eine kurze, kleine Szene, wie sie dann da abends mal kurz aus dem Pub rausgeht und dann wieder reinkommt und eigentlich hat sie den Eindruck, naja, der Dan, der ist hier so ganz zufrieden. Aber eigentlich hat er diese Sache mit dem Pub wohl nur gewollt, weil er dadurch die Gelegenheit hat, ein bisschen Alkohol zu konsumieren, ohne dass es richtig auffällt. Also sie verabschiedet sich aus diesem Leben ziemlich schnell wieder. Sie liest das Buch nicht weiter, sie will da raus. Und dann landet sie wieder in der Mitternachtsbibliothek und liest ein nächstes Buch, wo sie ein anderes Parallelleben in einem Paralleluniversum erfährt, was sie hätte leben können. Und da sind also etliche dieser Leben, die sie dann durchlebt, auch inklusive Schwimmmeisterin und sie wird auch in einer Band sehr erfolgreich, also vor einem Millionenpublikum und so, ganz erfolgreiches Leben, das sie alternativ hat in diesen Parallelwelten. Und sie geht aber aus jedem dieser Leben wieder raus, immer wieder in diese Mitternachtsbibliothek. Und dann ist ein letztes Leben, was ihr besonders gut gefällt, da hat sie eine Tochter, die sie von Herzen liebt und wo sie ein echtes Gefühl hat von, dafür lohnt es sich zu leben und nicht in dieser Depression einfach unterzugehen. Gleichzeitig hat sie aber nach diesem ganzen Leben, die sie schon hinter sich hat, das Gefühl, das habe ich mir ja nicht selbst erarbeitet. Diese Liebe, die ich jetzt mit dieser Tochter in diesem Parallelleben habe, ist nicht meine Liebe. Also geht sie auch aus diesem, also weil sie mir quasi geschenkt ist. Sie könnte in diesem Paralleluniversum als die Mutter weiterleben, will sie dann aber nicht und geht auch da wieder raus und landet wieder in der Mitternachtsbibliothek. Und da gibt es jetzt eine Situation, wie also in so einem Mission Impossible Film mit Tom Cruise oder irgendwie hier James Bond, wo die Atombombe tickt und du hast noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt musst du dich entscheiden, was willst du mit deinem Leben machen? Und das finde ich super spannend inszeniert. Nora, also die Decke, die fällt auf den Boden und alles fängt an zu brennen. Alle Romane brennen, alle Alternativleben, die sie sich vorstellen kann, brennen da weg. Und sie muss jetzt auf einen Zettel schreiben, was willst du jetzt? Entweder entscheidest du dich jetzt wirklich noch zu leben
und du musst die richtigen Worte dafür finden oder aber du stirbst jetzt endgültig. Und dann schreibt sie, Nora beschließt weiterzuleben und die Decke stürzt weiter ein. Das waren offenbar nicht die richtigen Sätze. Sie muss die richtigen Sätze finden. Dann schreibt sie, Nora hat das Gefühl, das Leben wird jetzt besser oder so. Ja, sie formuliert so Sachen und es stürzt einfach immer weiter ein. Sie muss den einen Satz finden, der sie erlöst. Und den formuliert sie schließlich. Und das ist jetzt vielleicht wirklich ein Spoiler, wenn ich den sage. Aber ich muss ihn sagen, ihr könnt es trotzdem lesen. Soll ich es nicht sagen? Weiß ich nicht. Also, Ich sage es, wir profitieren jetzt davon und ihr könnt es trotzdem lesen, weil ich finde, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr es nicht wissen wollt. Genau so. Also, es geht nicht darum, sich irgendetwas vorzunehmen, was man machen will. Das, was sie schreibt, ist, ich lebe. Punkt. Und in dem Augenblick ist die Bibliothek weg und sie wacht auf. In einem Krankenhaus, zu Hause, bei sich in der Wohnung wacht sie auf, wo sie ja die Medikamente genommen hat und ist also sterbenskrank, schleppt sich auf die Straße und findet einen Nachbarn, der sie dann ins Krankenhaus bringt und es gibt ein super Reset. Also eine ganz tolle Story davon, finde ich, wie komme ich aus einer Depression in meine richtige, eigene, ursprüngliche Kraft und in mein ganz persönliches Leben. Das ist die Entscheidung, ich lebe. Und das, da finde ich einfach, wenn ich dann diese Konstellation angucke, kriege ich Gänsehaut. Also Mondkonjunktion Chiron, Konjunktion Mars. Ne? Da ist einerseits dieser verletzte Mond. Ich habe diese Depression und komme aus dieser Scheiße nicht raus. Und dann komme ich auch noch in eine Mitternachtsbibliothek. Die Mitternacht ist ja auch noch ein Symbol für den Mond. Ich komme also in die finstere Nacht, wo ich mich mit meinen ganzen Gefühlen und meinen ganzen Enttäuschungen auseinandersetze. Und am Ende komme ich zu dem, was mich wirklich am Leben hält. Ich habe nur die eine Chance und ich habe nur dieses eine Leben. Das ist das Leben hier und jetzt. Und dazu sage ich ja, ich lebe. Ist also... Ich fand das großartig, wie das da ausklingt und wie es initiiert, in diesen chironischen Kampf aufzunehmen. Also die Nora hat ja im Grunde auch dieses Leiden, das der Chiron hat. Und der Chiron muss jetzt leben. Und der macht es mit allen Kräften und so gut er kann. Indem er Ja sagt zu dem, was ist. Das fand ich eine spannende Geschichte und auch ein Hinweis darauf, wie das wohl funktioniert mit dem Paradies oder funktionieren könnte. Das wäre deine Antwort, wie wir wieder ins Paradies kommen. Ich lebe. Nein. Das war nur ein Indiz. Wir sammeln noch Indizien und meine Antwort ist, die habe ich noch nicht gegeben, meine private. Es kommen hier zwei Fragen. Das eine, der eine fragt, Angela fragt, ob Mond-Chiron-Konjunktion grundsätzlich Depression heißt. Naja, es kann auch das Gegenteil heißen. Es heißt auf jeden Fall, dass es im Bereich der Geborgenheit eine Verletzung gibt. Da kann ich jetzt kompensatorisch mit umgehen. Oder ich bin kreativ von Anfang an schon. Also die Verteidigungsmechanismen sind ja vielfältig im Umgang mit unseren seelischen Verletzungen. Vielleicht habe ich auch von vornherein schon immer Glück gehabt und habe sozusagen einen Seelenführer an der Seite, der mir von Anfang an hilft, mit dieser Verletzung kreativ und ja, eben gestaltend umzugehen. Also sagen wir jetzt einfach mal, muss nicht nur Depression heißen, auf jeden Fall eine verletzende Qualität. Dann habe ich die nächste Frage. Mars,
Was hat der Mars noch für eine Bedeutung? Ich weiß jetzt nicht, ob Pulcetakva generell auf Mars abzielt oder Mars in Verbindung mit Mond Chiron. Ich schätze eher Letzteres. Also ich hatte ja in unserem letzten Live zwei Beispiele zu Mars Chiron vorgestellt. Das war einmal der Joe Dispenza, der Mars-Chiron-Konjunktion hat und der verletzt war, als er auf seinem Rennrad da im Rahmen eines Triathlons, meine ich, unterwegs war von einem LKW und dann den Rückenwirbel gebrochen hatte und der sich dann selber geheilt hat. Was ist jetzt? Ich kann das immer nicht hören. Ach so. Oh. Alles gut. Ach so, weil es sich so belastet. Okay, sorry. Ja, und ich hatte von Andreas Renz berichtet, diesem Eishockey-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der bei dem es ins Auge ging. Ja, ist ja furchtbar. Aber für ihn auch der Beginn eines neuen Lebens und einer Individuation, eines Individuationsprozesses, über den Schmerz in die Heilung zu kommen. Also der Schmerz ist die Voraussetzung und das Hinschauen, nicht das Verdrängen. Das ist das Problem bei Chiron. Die meisten Menschen haben, oder wir Menschen haben eben die Neigung, da wo wir verletzt sind, nicht hinzuschauen. Und gerade bei Chiron ist es eben so, dass da, wo wir verletzt sind, auch unsere ganzen Schamgefühle sind. Das ist also eigentlich diese Ursituation von Adam und Eva, die sich schämen und ihre Scham bedecken. Und wir schämen uns abgründig da, wo wir den Chiron haben. Und wir mögen da ums Verrecken normalerweise nicht hinschauen. Aber genau der Schmerz ist sozusagen der Impulsgeber dafür, dass wir hinschauen und uns wirklich entwickeln und entfalten zu dem, wer wir im Grunde sein sollen. Dann noch ein Feedback von Herzensmensch, dass dir ihre Ausführungen, dass ihr deine Ausführungen, dass sie unglaublich inspirieren und dass du ihr Chiron nochmal näher gebracht hast und dafür bedankt sie sich. Gleichzeitig fragt sie, aber was, wenn die Realität dich dann aber von deiner kreativen Fantasie entfernt? Die Fantasie dein Leben ist, das auch Bereicherung für andere ist. Also das habe ich jetzt, glaube ich, nicht ganz verstanden. Den ersten Teil der Frage schon. Also aber was, wenn die Realität dich dann von deiner kreativen Fantasie entfernt, in dein Leben ist? Ach, also ich verstehe die Frage jetzt so. Also erstens, ja, uns kommt die Realität dazwischen. Das ist leider so. Und dann sagst du, glaube ich, was du sagst ist, und gleichzeitig bleibst du aber lieber in deiner Fantasiewelt sozusagen, statt jetzt die Realität. Ich glaube, Herzensmensch muss das nochmal anders fragen. So kommen wir da nicht weiter. Okay. Die Realität kommt uns auch insofern dazwischen, dass ich gegen 20.30 Uhr Schluss machen muss. Von daher sollten wir jetzt nochmal uns ausgesuchte Horoskope überlegen. Und wir wollen ja auch noch hören von dir, was das mit dem Paradies auf sich hat. Was würdest du dir denn gerne noch anschauen, lieber Thomas? Jetzt habe ich auch leider Doppelton. Ich höre dich doppelt und du redest immer noch. Okay. Ja, mal sehen, vielleicht ändert sich. Ich mache gar nichts. Jetzt kommt uns natürlich die Realität dazwischen. Das ist ja. warte mal, jetzt ist besser wieder. Sonst schlimmstenfalls nochmal raus aus dem Studio und wieder reinkommen? Also hier ist alles gut. Ist für euch da draußen auch alles gut? Jetzt kann man ja, Thomas... Ich versuche das mal. Also ich gehe mal raus jetzt gerade. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was da passiert ist.
für euch ist alles gut. Für mich war auch alles gut. Jetzt könnte ich ja hier einiges über Chiron erzählen, was ja Thomas gar nicht gerne hört, aber das mache ich nicht. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass viele von euch das sehr beglückt sind über diese Sendung. Und ich muss jetzt einfach auf Thomas warten, weil ich habe hier ganz viele Horoskope, die er präsentieren wollte. Wir werden die sowieso nicht alle schaffen. Aber wenn euch das gefällt mit Thomas, dann kommt er auch mal wieder. Ich muss hier mal mein Handy checken, ob er sich irgendwie per Handy meldet. Und im Augenblick sieht das schwierig aus. Ah, jetzt ruft er an. Thomas! Na? Jetzt habe ich ein Echo. Aber Moment, jetzt ist es weg. Bei mir ist alles gut. Wie ist es bei dir? Ja, scheint zu funktionieren. Bei euch draußen hoffe ich auch. Und hier wird gerade gefragt, ob du beim Astro-Kongress wieder dabei bist im September. Also bisher habe ich da nichts geplant, aber ich werde sicherlich also mindestens als Gast dort sein. Sehr gut. Ich bin dieses Jahr auch da, dann sehen wir uns. Ja. Falls wir es nicht zwischen Lüneburg und Hamburg vorher schaffen. Ja, ach, das schaffen wir. ach Gott, was würde ich, es gibt noch so viel zu sagen. Ja, also die Leute waren ja ganz interessant an dem, interessiert am Horoskop von den Herrn Liebscher Bracht. Vielleicht hast du da noch eine Idee zu? Ja, da muss ich auch nicht viel zu sagen, sondern auch nur ganz kurz. Da haben wir ja leider auch nur das Geburtsdatum. Und hier hast du es. Ja, also in Vorbereitung dieses Live, oder ich weiß gar nicht, ob ich es sowieso schon mal gemacht habe, habe ich mir das Horoskop von den Liebscher Bracht gerne mal angeschaut, weil der mir persönlich so geholfen hat. Ich hatte immer mal wieder Knie, also irgendwie so Meniskus, und dann meinten Orthopäden, ich müsste also unbedingt so eine OP machen und so. Und dann habe ich mir den Liebscher Bracht angeguckt, der ja gelernter Ingenieur ist übrigens. Also er hat ein Ingenieurstudium absolviert und seine Frau ist Ärztin und er selber ist also auch Schwarzgurt im Kampfsport und hat Leute unterrichtet, hat da seine eigene Kampfsportschule und da ist er dann erst auf diesen ganzen Weg des Heilers gekommen. Er bietet also, falls jemand den nicht kennt, ich kann es nur empfehlen, im Internet völlig kostenlos so Kurse, so kurze Anleitung an, wie man dahin geht, wo der Schmerz ist. Und da sind wir eben bei Chiron. Also nehmen wir an, du hast also Schmerz im Knie, wie ich das hatte. Und dann sagt er, also in den allermeisten Fällen kann man das eben heilen, indem man in den Schmerz reingeht und genau darauf achtet, wo der Schmerz ist und dort dehnt. Das habe ich dann gemacht mit meinen Knien und die waren wieder in Ordnung. Also keine Meniskus-OP, das ist meine persönliche Erfahrung und ich wende das immer wieder an, wenn ich irgendwelche körperlichen Schmerzen habe, dass ich genau dann dort dehne nach seinen Anweisungen. Man kann also zum Beispiel, was weiß ich, Schulter oder was es da alles so gibt oder Rücken, auch Bandscheibenvorfälle und sowas, finde ich, hat er super Anleitungen und dann hat er immer so eine Skala von 1 bis 10. Also 10 wäre der maximale Schmerz und man soll dann in den Schmerz so reindehnen, dass man also maximal die 9 erreicht. Es geht also jetzt nicht um ein Masochistenseminar da, sondern es geht tatsächlich um ein Heilungsseminar. Also man geht in den Schmerz und dehnt da so lange rein, bis eine Minute oder so und dann wieder in Abständen nochmal. Und ich habe mit meinen Knien jedenfalls die Erfahrung gemacht, tatsächlich alles gut, es ist geheilt. Also ich jogge wieder fröhlich und lauter so Sachen. Und deswegen habe ich mich für sein Horoskop interessiert. Denn Chiron ist ja nichts anderes als die Empfehlung, geh mal in deinen Schmerz und versuch wirklich, den auszuhalten und fühl dahin. Das ist
Also man muss es mit Bedacht sagen, natürlich. Wenn jemand so massivst traumatisiert ist und so, dann kann man nicht einfach mal eben das so wegheilen, indem man in diesen Schmerz geht. Oftmals braucht man Hilfe und Unterstützung und vielleicht auch über Jahre, je nach dem, was man so erlebt hat. Aber ich fand es eben so spannend, dass dieser Liebscher Bracht das so auf der körperlichen Ebene insbesondere zum Ausdruck bringt. Und dann schaut man sich sein Horoskop an. Und er hat diese sehr exakte Opposition von Uranus Chiron und das Ganze aber eben im Aspekt zur Sonne, Neptun-Konjunktion in Skorpion. Das heißt, seine Sonne ist im Kontakt mit diesem Chiron. Und das war für mich einfach nur die ganz klare Bestätigung. Ich habe also erwartet, dass er irgendeinen Chiron-Aspekt hat, der insbesondere seine Sonne oder seinen Mars tangiert. Und hier haben wir eben dieses Sonne-Chiron-Quadrat. Das zeigt dein Horoskopbild nicht so genau ein. Ne? Weil es nicht ganz exakt ist, dann zeichnet es immer, es zeichnet ja, die also, ganz exakten Aspekte. Also die Sonne steht auf 3 Grad und ich kann das gar nicht, ich brauche eine Brille. Alte Frau. Sonne auf 3 Grad und Chiron steht auf 6 Grad. Ja, das ist aber für ein Quadrat eben immer noch ausreichend genug, sodass wir also hier diese typische Erfahrung von Verletzung haben, und zwar hier des Bewussten selbst. Und er hat überraschend einfache Lösungen mit diesem Uranus-Chiron, mit dieser sehr exakten Opposition. Der Uranus ist auch auf 6 Grad irgendwas. Ich wollte das nur als Beispiel einmal dafür liefern. Hier haben wir jemanden mit Sonne Chiron, der eigentlich genau das lehrt. Geh in den Schmerz und jetzt nur auf der körperlichen Ebene. Und genau da, wo du das machst, findest du dann deine Heilung. Also nur als kleiner Tipp und gleichzeitig als astrologischen Beleg dafür, wie das funktioniert mit dem Chiron. Ja, ich musste gerade ein bisschen über die Chiron-Sonne lachen. Es gibt ja auch dieses Buch von der, ich habe hier das kurz mal gegoogelt, von der Barbara, jetzt hat er es hier weg, Lassen wir sie weg, die Barbara. Vielleicht darf ich noch kurz was sagen zu den Kabarettisten, Schrägstrich Comedians. Ich hätte das echt gerne gefragt. Okay. Weil mir fällt aber die Frau nicht ein. Ich bin aber sofort dort. So, Barbara Clow heißt sie. Hast du das Buch gelesen? Mm-mm. Okay. Das ist eine Amerikanerin, die sich auch sehr intensiv mit Chiron beschäftigt. Und die redet dann halt vor allem über die Uranus-Chiron-Opposition als eine energetische Heiler-Konstellation. Und würdest du das auch so sehen? Also Energie, Uranus, das Elektrische oder so leitet sie das ab? Ja, ja, erstens ja. Und zweitens, wir haben natürlich Uranus Chiron schon über einen sehr langen Zeitraum gehabt. Ne? Diese Opposition gab es sehr, 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 sehr lang. Nur bei dem Liebscher Bracht hier ist sie sehr exakt und eben auch noch in Kontakt mit der Sonne-Neptun-Konjunktion, sodass ich das da besonders sehen kann. Genau, und dann wolltest du unbedingt noch gerne den Hans-Dieter Hüsch erwähnen. Also du wolltest auch noch über Comedian in Verbindung mit mit Chiron reden. Ihr alle kennt Hans-Dieter Hüsch, ne? Ein großartiger Kabarettist, der vor allem in den 70er und 80er Jahren durch seine Wortspiele gepunktet hat. 80er, 90er, so ja. Und der 2005, glaube ich, schon verstorben ist. Also ich persönlich habe ihn also seinerzeit sehr, sehr genossen. Und man kann ihn sehr, sehr gut YouTuben zu allen möglichen, also einfach mal Hans-Dieter Hüsch eingeben. Also ein Komiker. Ein Komiker ist falsch, Kabarettist, ein Wortkünstler. Der hat zum Beispiel so großartige Sachen geschrieben wie Gott ist aus der Kirche ausgetreten. Also YouTube doch bitte mal
Hans-Dieter Hüsch, Gott ist aus der Kirche ausgetreten. Er ist ein absoluter Wortkünstler und ich wollte ihn einfach nur mal erwähnen, weil vorhin war ja auch die Frage, Mondchiron, ist das immer Depression? Ne? Jetzt könnte man genauso fragen bei Merkur-Chiron. Ihr seht, der hat hier eben diese recht exakte Merkur-Chiron-Konjunktion. Das ist auch so etwas, wisst ihr, ich hab gedacht, oh, Hans-Dieter Hüsch, der ist so wortgewandt und so witzig und so schnell in seiner Kommunikation und in seinem geradezu anarchischer Witz, der muss irgendwie Merkur-Chiron haben. Und ich schaue mir das Horoskop an und bums, er hat eben eine Merkur-Chiron-Konjunktion. Was für mich wiederum auch so einfach wie die ständigen Offenbarungserlebnisse, die man hat mit Hilfe der Astrologie, weil das, was man erwartet, dann auch tatsächlich einfach so belegt wird. Ne? Also der hat Merkur-Chiron-Konjunktion und ist einfach ein super witziger Künstler. Und die Frage, die vorhin kam, hat man immer eine Depression, wenn man Merkur-Mond hat? Jetzt könnte man ja sagen, Merkur-Chiron hat man also immer eine... Wenn man Chiron-Mond hat, die Depression, ne? Nicht Merkur-Mond. Ja, Chiron, aber ich wollte jetzt will ich aber die Analogie Merkur-Chiron. Okay, alles klar. Wenn der Merkur verletzt ist, könnte man sagen, der hat immer eine Sprachbehinderung. Also Merkur ist ja das Sprechen, das Kommunizieren. Und wenn der Chiron da drauf hockt, könnte man ja denken, das ist also ein Symbol für eine Sprachbehinderung. Und das ist eben zu einseitig gedacht, denn der Anreiz, den Chiron setzt, ist ja gerade da, wo Schmerz zu heilen. Und bei dem Hans-Dieter Hüsch sehen wir, wie er also zum Sprachkünstler geradezu geworden ist. Er beschreibt, und er ist auch unheimlich selbstironisch, also er hat sehr viel Witz über sich selbst. Er kommt aus dem Rhein, Niederrhein, und hebt es immer sehr hervor, dass er so ein Niederrheiner sei. Und wir im Niederrhein, der Niederrheiner an sich und so. Also es ist ein sehr selbstironischer Humor. Und der beschreibt ja zum Beispiel so eine Szene, der weiß nichts, der Niederrheiner weiß nichts, erklärt aber alles. So, ne, so redet er und dann schmückt er das so ein bisschen aus, wie der nichts weiß und sich über jede Gesprächssituation hinweg rettet, so eigentlich nichts wissend und dann immer so eigentlich Dinge so halb fragend formulieren und dann hinterher sagen, wenn die anderen ihm das dann bestätigen, dass es so richtig ist, siehst du, habe ich doch gleich gesagt. Und dann hat er zum Beispiel, dann sagt er, dann greift er, denn und dann gibt es einen Niederrheiner, der weiß gar nichts und hat sich auch die ganze Zeit am Gespräch nicht beteiligt. Und jetzt hat er aber Angst, wenn ich jetzt nichts sage, dann stehe ich irgendwie dumm da. Also die Scham, Chiron Merkur, die er ausdrückt. Ne? Meine Scham ist, ich bin jetzt nicht klug genug oder nicht. Ich beteilige mich nicht am Gespräch und so. Und dann greift der in den Weltraum und holt sich da irgendeinen Satz hervor. Das sagt der Hans-Dieter Hüsch zum Beispiel wörtlich. Das finde ich grandios, dieses Bild. Er greift, er hat keine Ahnung, Hans-Dieter Hüsch, von Astrologie. Und er beschreibt, wie dieser Typ also in den Weltraum, irgendwo in den Weltraum greift und da so einen Satz hervorholt und sagt, sag mal, der Wallenstein, der ist doch auch ermordet worden. Ne? So, also einfach, um nur jetzt im Gespräch irgendwas einzuwerfen. Und naja, daraus macht er dann eine große, artige Komik. Ich finde es nur so schön, der hat Merkur-Chiron und der Merkur hat einen Kontakt zu diesem Chiron, der transuranisch sozusagen läuft. Und da kann der sich diesen Satz herholen, so wie eben Hans-Dieter Hüsch sich Sätze irgendwo aus dem Weltraum holt. Und wenn man dazu hört, dann lacht man sich einfach kaputt. Jetzt hat der Chiron Merkur und er hat natürlich Angst und Scham, vielleicht nicht klug genug zu sein und dass die Leute sich über ihn lustig machen. Und deswegen findet man bei vielen Chiron-Merkur-Typen eben Komödianten, weil sie genau das verhindern, indem sie sich selbst über sich lustig machen. Mhm. Also Humor ist also da auch eine Abwehrleistung sozusagen, die aber gleichzeitig für andere dann eine wunderschöne Begabung ist. Davon profitieren wir dann, wenn jemand Chiron Merkur hat. Man kann darunter leiden und sagen, oh, und man traut sich nicht,
Aber zum Beispiel Hans-Dieter Hüsch ist einer, der es auf großartige Weise dann hinkriegt, sehr witzig zu kommunizieren. Und übrigens, dazu kommen wir jetzt nicht mehr, hätte ich gerne noch, weil die Zeit ja davonläuft. Ich schätze auch sehr Dieter Nuhr, der hat Mars-Merkur-Quadrat, also ein Mars in Merkur-Chiron-Quadrat, Merkur in Skorpion und den Chiron in Wassermann. Und der ist ja auch also sehr, sehr bekannt für seine scharfzüngigen Humor. Dieter Nuhr? Das ist, was du mir gegeben hast. 29. Ja, stimmt ja auch. Ja, ist ja richtig. Sorry, ich war eben beim Krebs Mars, aber ich habe ja von Merkur gesprochen. Den sieht man hier in Skorpion, ne? Im Quadrat zum Chiron in Wassermann. Also Chiron Quadrat Merkur. Und das habe ich mir auch einfach nur mal angeguckt, um zu sehen, hat der Chiron Merkur, weil er eben diesen bissigen, scharfen Humor hat, dem entkommst du nicht sozusagen. Mit Merkur in Skorpion geht er auch den Dingen auf den Grund und mit dem Chiron im Quadrat dazu ist er dann in der Lage, sehr spitzfindig und schneidend das humoristisch aufzuarbeiten. Ja. Das als Beispiele für eine gelungene Einlösung von vermeintlichen Merkurverletzungen, die Chiron auslösen könnte. Jetzt habe ich eine abschließende Frage, die du bitte noch beantwortest. Und dann natürlich musst du auch noch dein Rätsel auflösen. Und zwar fragt Angela, ob es, was alles, was du jetzt gesagt hast, ob das bedeutet, dass, wenn Chiron ein Quadrat bildet, dieser Quadratpartner dann bei der Heilung hilft. Das kann es bedeuten, genau das. Auf jeden Fall, das ist sowohl der Verletzte als auch der Heiler. Wir haben bei Chiron eigentlich immer diese Trilogie sozusagen aus Täter, Opfer, Retter. Also mit Chiron und den beteiligten Planeten haben wir immer dieses Wechselspiel von Täter, Opfer und eben Heiler. Wenn es gelingt, haben wir diese Synthese hin zur Heilung. Aber es gelingt nicht, wenn ich nicht hinschaue. Wenn ich nicht wirklich hinschaue, was ist denn da verletzt? Ich meine, okay, es gibt Menschen, die sind so traumatisiert, dass es einfach schwierig hinzuschauen, das verstehe ich. Die besondere Gabe des Chiron ist eben, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass er zu wahrer Menschlichkeit führt, zu wirklicher Empathie. Ich muss wirklich mitfühlen und wirklich auch nicht nur dann eben bei anderen mitfühlen, was Chiron ja auch gern macht. Und dann wird er Heiler für andere, was auch eine gute Art der Kompensation ist, weil es anderen dient. Aber ich muss natürlich, um ein wirklicher Heiler sein zu können für andere, vor allem erstmal mich selbst heilen. Und ich muss gucken, wo ist denn mein Schmerz? Und wenn ich da hinschaue und ihn nicht verdränge, dann bin ich wirklich für andere auch ein Helfer und ein Heiler und nicht eben dieses Helfersyndrom, was also ein verlorener Helfer wäre eigentlich. Aber geheilt hat sich Chiron ja leider nicht. Naja, er würde, ja, auch eine gute Frage. Darüber ist jetzt natürlich nicht so viel überliefert. Ne? Wir wissen nur, dass er immer nach Heilungsmethoden gesucht hat und am Ende ist er eben geheilt worden, in Anführungsstrichen, indem er gestorben ist. Ja, genau. Ja, also man kann jetzt nicht, finde ich, da die Geburt super durchpsychologisieren und dann seinen Tod sagen, na ja, da hat er sich dann halt geheilt, weil er gestorben ist. Das finde ich. Ja, jetzt lachst du zynisch. Musst mir aber die Chance geben. Also es dauert hier noch ein bisschen, Leute. Nein. Wir können das auch abbrechen. Dann sage ich in einem Satz, wir dürfen den Tod, also das Aufgeben der Unsterblichkeit, eben nicht verstehen jetzt in diesem ganz wörtlichen Sinn, nämlich als ich habe unbegrenzte Möglichkeiten als Unsterblicher, sondern
tatsächlich, so formuliert es auch Melanie Reinhardt an einer Stelle, meine ich, in dem Augenblick, in dem ich mir meiner Sterblichkeit bewusst werde und das akzeptiere, komme ich ins Leben und werde ich wirklich lebendig. Und nicht, ich schiebe mein Leben auch nicht auf, weil ich ja noch so viel Unendlichkeit vor mir habe. Das ist genau der Prozess bei der Sierra, bei der Nora Seed in diesem Roman Mitternachtsbibliothek, die nicht tausend Leben, mögliche Leben leben will, sondern das eine, das ich hier habe, ich lebe, das ist dann sozusagen die Weisheit, die ins Bewusstsein tritt, indem wir uns unserer Sterblichkeit auch bewusst werden und die wirklich akzeptieren. Was für mich überhaupt nicht bedeutet, also ich bin davon überzeugt, dass es Reinkarnation gibt etc. Das ist jetzt nicht das Thema, aber es ist ein, also das Bewusstsein von Sterblichkeit erzeugt Lebendigkeit, erzeugt das wahre Leben und dass wir ins wirkliche, echte Leben kommen. Das ist aber nur Teil der Wahrheit, die ich verkünden wollte, also in Sachen Geheimnis. Ne? Wie kommen wir ins Paradies? Soll ich die Frage noch beantworten oder müssen wir Schluss machen? Hat er den Schmerz nicht angenommen, fragt Pulcedakwa, dass er es nicht ändern kann? Akzeptanz der Situation. Hat er den Schmerz nicht angenommen? Also, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht. Also, das ist, glaube ich, auch nicht so im Detail überliefert, weil es ja Archetypen sind. Ne? Das sind ja Archetypen, die für uns ein Urmuster geben. Ja, aber gut, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und ihr alle habt alle die Erlaubnis, Chiron in eurem Sinne anzupassen, denn wie gesagt, er ist ja noch ein Planetoid, wo wir auch noch forschen dürfen. Er ist ja noch nicht so wahnsinnig festgelegt, tatsächlich. Also wir können vielleicht, das Symbol ist ja eigentlich auch ein Schlüssel, ne? Wenn wir es uns genau überlegen, vielleicht findet ihr auch noch für euch Schlüssel, die euch bei der Interpretation weiterhelfen. Mich würde jetzt vor allem interessieren, wie wir ins Paradies kommen. Ich hoffe nicht, dass wir akzeptieren, uns für Prometheus irgendwo rannageln lassen und dann ist alles gut. Ja, also ich gebe dir gern meine Auffassung dazu. Ich bin erstens überzeugt, dass es möglich ist, dass wir zurück ins Paradies kommen. Und und dann müssen wir uns zweitens fragen, wie soll das geschehen? Dazu müssen wir erstmal verstehen, was macht das Paradies aus? Das hatte ich vorhin versucht zu sagen. Was finden wir denn am Paradies so geil? Am Paradies ist doch gut, dass wir vollkommen versorgt sind und dass wir offenbar mit allem eins sind. Wir verstehen alles und wir werden verstanden. Wir werden, um das so zu formulieren, umfassend und bedingungslos geliebt. Wir sind so angenommen, wie wir sind. Das macht das Paradies aus. Wenn wir das erst einmal so uns klar gemacht haben, dann ist ja die Frage, wie können wir denn in diese Einheit zurückkommen? Ich muss also erstmal die Frage richtig formulieren und klar verstehen, was das Paradies ausmacht. Und dann finde ich auch schnell die Antwort oder relativ schnell. Im Paradies ist es so, ich empfange die Einheit. Ich bin vollkommen unbewusst wie Adam und Eva. Ich habe noch nicht vom Baum der Erkenntnis genascht. Ich bin noch nicht durch diese Dualität gegangen. Und wie komme ich jetzt in diese Einheit, wäre eigentlich die Frage. Wie komme ich da wieder rein? Wie soll das geschehen? Jetzt erwarten wir werden wieder so geliebt. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das ist die Wahrheit, dass wir immer noch geliebt werden, ohne dass wir es wahrnehmen, weil wir jetzt in diese Dualität gekommen sind. Aber wie kann ich die Einheit wiederherstellen? Ich glaube, wir haben die Macht dazu tatsächlich, wenn wir nämlich das Prinzip umdrehen. Nicht, ich bin der Empfänger der Liebe, so ist es nämlich im Paradies. Ich bin wie ein unschuldiges Kind, das alles empfängt. Und dadurch, dass ich die Liebe empfange, bin ich eins. Wenn ich es jetzt umdrehe und zum Sender dieser Liebe werde, wenn ich alles das, was da ist, so sehr liebe, dass es zwischen dem, was da draußen ist und mir nicht mehr diese Dualität gibt, dann habe ich die Einheit wiederhergestellt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich
unser aller Individuationsweg. Das ist meine persönliche Auffassung dazu. Ich muss dieses Energieverhältnis einfach umdrehen. Vom Kind, das die Liebe empfängt, hin zum Erwachsenen, das tatsächlich trotz dieser ganzen Zweifel in der Dualität, trotz unseres angeborenen Zynismus und so weiter, müssen wir uns so individuieren, dass wir alles das, was da ist, aktiv selber in unsere Liebe so integrieren und einschließen, dass die Einheit wieder dadurch entsteht. Ich glaube, das ist unser Job. Das ist letztlich tatsächlich einfach nur die Umkehrung. Es ist ja auch so, wenn wir das vom Big Bang her betrachten, am Anfang physikalisch war alles eins in diesem ganz kleinen Teilchen, baut der Big Bang, und jetzt sind wir alle differenziert in tausend Richtungen. Das Universum treibt auseinander, ist ja trotzdem die physikalische Überzeugung derzeit, dass das Universum sich irgendwann wieder zusammenzieht. Das heißt, die Bewegung, die wir machen, ist meines Erachtens genau analog dazu. Nämlich, also wir werden aus dem Paradies vertrieben und wir stellen aber die Einheit aktiv wieder her, indem wir nur einfach jetzt dieses energetische Verhältnis umdrehen. Punkt. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Gut. Ich danke dir für diese knappe Antwort. Thomas, wo hast du denn deinen Merkur? Willst du mir damit sagen, es war jetzt zu langschweifig? Ach nein, 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 gar nicht. Das war kurz und knapp, wie wir dich kennen. Ja, das ist eigentlich meine Gabe. Oh Mann, also ich hab einen Widder-Merkur. Ah, ja, das kommt jetzt nicht so zum Tragen, muss ich sagen. Obwohl, Herzensmensch schrieb ja, bei dir kommt man nur zu Wort, wenn man ruft Einspruch. Ja, ja, guck mal, wie schön, dass du am Ende doch noch was zu lachen hast. Ja, dann hat es ja alles doch irgendeinen Sinn gehabt. Nein, es war, die Leute sind wirklich sehr begeistert. Es gibt ganz tolles Feedback und du wirst auch eingeladen, noch einmal eine Fortsetzung dazu zu geben. Ich bin halt bei Chiron auch noch nicht. Auch wenn du es nicht glaubst, ist es ja längst nicht alles gesagt. Ja, das ist mir schon klar, dass du doch nicht alles gesagt hast. eigentlich müsste mich das ja auch noch, müsste ich mich auch noch intensiver damit beschäftigen. Aber ich habe so, vielleicht mein Zwillingsmond, so ein paar Grundskepsis-Dinge bei Chiron. Möchte ich mich auch gerne weiter damit auseinandersetzen und wir werden da eine Fortsetzung machen. Ja, genau. Alle freuen sich, alle sind zufrieden. Oh Gott, ja. Und jetzt habe ich meine Beratung verschlafen, weil ich um 20.30 Uhr eigentlich jemanden beraten muss. Gut, deswegen beenden wir das jetzt und wir bleiben alle im Kontakt. Das war es, was ich vergessen hatte. Ja, so soll es sein. Okay. Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend für alle. Ciao, ciao. Ja, ich wünsche euch auch. Macht's gut. Ciao.